Hallo, ich bin der Marc Benner vom Erbeland. Ich wollte euch noch was zum Spargel erklären, und zwar speziell zur Spargelwurzel. Ich wollte euch das mal zeigen. Man sieht es ja normalerweise nicht so oft, eine Spargelwurzel, weil die im Boden ist. Wenn man das jetzt so als Laie anguckt, ist ziemlich unscheinbar. Aber das, was eigentlich die Wurzel ist, das sind diese Feinwurzeln, die hier rauskommen. Das sind die Wurzeln, die also Wasser aufnehmen und Nährstoffe, die wachsen hier aus der Seite raus. Ja, so eine Wurzel, also dieses... Wenn ich die jetzt aufschneide, sieht man das eigentlich sehr gut. Wir haben also hier, wird das Wasser transportiert für die Wurzel, und hier im Außenbereich kommt der Zucker und die Nährstoffe eben nach oben. Und die Wurzel, die ich hier in der Hand halte, das sind eigentlich keine echten Wurzeln im eigentlichen Sinne, sondern das ist einfach nur ein Speicherorgan. Das heißt, in diesem Gewebe, das hier ist, kann die Pflanze alles, was im Winter, bevor sie einzieht, hier einlagern. Das heißt, den ganzen Sommer über pumpt die hier Zucker rein. Die pumpt also über die Photosynthese, pumpt die Zucker hier unten rein, und die Wurzel wird gefüllt. Wenn das Laub dann einzieht, also die Pflanze im Winter das Grün verliert, dann tut die alle Stoffe, die sie in den Blättern und im Laubwerk hatte und fürs nächste Jahr brauchen kann und auslagern kann, hier eingelagert. Dann werden die Blätter gelb, wie beim normalen Laub auch, und das Chlorophyll wird in Einzelteilen und in Nährstoffen hier eingelagert, sodass die Pflanze eigentlich ganz, ganz wenig Nährstoffe verliert. Das ist ganz besonders an der Spargelpflanze, dass die eben dieses Speicherorgan hat und dass die dort auch sehr viel reinspeichert. Und wir können im Winter, wenn wir Proben ziehen, hier das drücken, und dann kommt der Saft raus. Und diesen Saft nehmen wir und tun den Zuckergehalt messen mit einem Öxelmeter, also wie beim Weinbau auch, und daran erkennen wir, wie viel Kraft die Pflanze fürs nächste Jahr hat. Die Kraft der Pflanze bedeutet nicht nur der Zuckergehalt, sondern auch die Menge, das heißt, wie groß ist die Wurzel. Man tut dann einzelne Pflanzen ausgraben und danach schätzt man eben, wie viel Wurzelmasse ist dann da. Und danach kann man dann schätzen, wie viel Kraft in dieser Anlage steckt. Die Wurzeln sind hier sehr unscheinbar. Eine Spargelpflanze macht so 30, 40 von diesen Wurzeln. Die können aber bis zu 2,50 Meter in den Boden reingehen, also richtig tief. Es ist auch ein ganz dickes Gewebe außenrum. Das macht die Spargelpflanze sehr, sehr resistent, kann man nicht sagen, aber sehr, sehr unanfällig gegen äußere Einflüsse, das heißt gegen Salze oder sonst was. Die kommt nämlich normal am Meer vor, wo sie eben oben im Salzwasser sitzt und unten dann in das Süßwasser reinwächst, was sie braucht, oder sich Regenwasser, was da ausspült. Also die kann ziemlich viel ab. Die kann viel Trockenheit ab, weil sie eben da sehr robust ist in den Wurzeln. Die trocknet nicht direkt aus. Die kann hohe Salzgehalte im Boden ab. Das Einzige, was sie nicht mag, ist Staunässe. Das kann man sich natürlich vorstellen, die fängt dann ganz schnell an zu faulen. Und dadurch, dass so ein hoher Zuckergehalt in der Wurzel drinnen ist, gibt es auch ganz viele Pilze, ganz viele Insekten, die da gern dran knabbern und sich einfach dieses Bonbon-Spargel lutschen wollen. Ja, das ist so ein kleiner Wink, kleiner Ausflug in die Spargelpflanze, in die Wurzel, die man sonst normal nicht sieht. Dankeschön fürs Zuschauen.